So, jetzt habe ich auf diesen Knopf gedrückt. Und oh, das wechselt ja schön die Farbe. Wenn ich ein Stück vorgehe, bin ich heller. Und wenn ich ein Stück zurückgehe. Hallo! Hello! Ey, das ist ja cool. Jetzt sehe ich, winke, winke, wer da reingeht. Das ist ja cool. Herzlich willkommen! Oh mein Gott! Es sind Menschen da. Hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Das ist ja cool, dass ihr da seid. Oh mein Gott. Michaela, Helga, Norbert, Muriel, Ann, Bianca, ich grüße euch. Hey, also zuerst einmal haben wir das getestet. Das sind ungefähr 22 Sekunden Zeitverzögerung, in der ihr mich seht. Und ich bin hier auf Mallorca. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch ist, aber hier ist es echt warm. Hier weht im Moment überhaupt kein Lüftchen. Und ich bin total aufgeregt. Genauso wie mein Mann, der noch hinter den Kulissen ist und jetzt gleich hinter dem Tisch hervorkrabbeln wird. Chris, hallo. Hey, hey, hört Hallo ihr? allerseits. Das ist mein Mann, der Marcel. Hallo, Hallo. hallo Yvonne. Tina auch, mein Gott, das ist ja cool. Könnt ihr uns eigentlich gut hören? Kann mir das einer schreiben, ob man uns gut hören kann? Das wäre mega. Hey, eine Namensvetterin, Silvia, ist auch dabei. Hello. Also gefühlt hat es hier gerade immer noch 35 Grad. 35 Grad hat es bestimmt, ja. Ah, das Wetter ist beschissen in Deutschland, das sehe ich gerade. Das tut mir total leid. Also deswegen sind wir auch, obwohl als wir noch in Deutschland waren, war das Wetter eigentlich auch noch ganz cool, Ja, war oder? gut und heiß und genau, das haben wir mitgenommen nach Spanien. Ja, und könnt ihr uns gut hören? Sag mal. Oh, aus Frankreich. Muriel Clier. Bonjour, Bonsoir. Nee, bonsoir, bonsoir, oui. um die Uhrzeit ist bonsoir. Ja, cool, dass ihr da seid. Wahnsinn. Oh mein Gott, ich bin etwas nervös. Ich glaube, der Schweiß rinnt mir an der Stirn runter. Geht's dir auch so? Ja, absolut. Absolut. Also mal ganz kurz vorzustellen, das ist der Marcel, das ist mein Ehemann. Und das ist Ehemann. Silvia, meine Ehefrau. Hurra! Susanna ist da. Wunderbar. Ah, man hört uns gut. Vielen Dank, Silvia. Und wir haben hier auf Mallorca, und deswegen zieht es uns auch immer hier hin, gemeinsam einen Roman geschrieben. Komm mal ein bisschen näher ins Bild, man sieht dich ja gar nicht. Dein schönes Gesicht. Warum nervös, Muriel? Ja, ehrlich gesagt, ist das unsere erste Facebook-Live-Aktion unseres Lebens. Genau, und Und auch das, Live-Lesung. ja, und Ja. das in unserem Alter. Wir hätten ja nie gedacht, dass wir nochmal in die Social Medias reinkommen würden. Und ja, jetzt sind wir da und etwas nervös, obwohl es ja eigentlich so ein bisschen in unserem Beruf liegt, vor Menschen zu sprechen, aber wir können euch gar nicht sehen und ihr könnt uns sehen. Und ich hoffe, es geht euch gut. Und ich zeige euch mal, was wir dabei haben. Maria Schneider, eine Ah, Schneiderin. genau. Juhu, noch eine Sind schon drei Schneiderin. Schneider dabei. Übrigens, ihr habt ja bestimmt schon mal irgendwelche Posts von uns gesehen, von unserem Buch. Ich weiß gar nicht, sieht man das? Sieht man das jetzt Ja. spiegelverkehrt? Ist egal. Da steht Herzmalerei Sümer Schneider. Und wir haben tatsächlich schon von vielen Freunden gehört, dass sie nicht wissen, wer Sümer ist. Das wollen wir kurz aufklären. Genau. Herr Sümer, das Sü steht für Silvia, die neben mir sitzt, meine liebe Frau, und das Ma steht für Marcel. Das ist meine Wenigkeit. Und wir haben tatsächlich dieses Buch gemeinsam geschrieben. Und es ist gar nicht so einfach, ein Buch gemeinsam zu schreiben. Und viele haben uns gefragt, wie habt ihr das überhaupt gemacht? Ja. Und angefangen hat es eigentlich, dass wir unabhängig voneinander ein Buch schreiben wollten. Und jeder und jede hatten so ihre Ideen, was wir machen wollen. Und bei einem schönen Glas Rotwein auf der Terrasse hier auf Oder Mallorca, zwei oder drei oder kann auch vier. sein, ja, haben wir uns dann entschieden, dass wir gemeinsam ein Buch schreiben. Und schnell war auch das Thema eigentlich so im Groben gefunden. Aber es gab noch gar nicht so eine klare Aufgabenteilung. Am Anfang wollten wir einfach gemeinsam jeder Kapitel schreiben. Ja, du schreibst ein Du Kapitel redest so und ich schön. schreibe ein Kapitel. Und das haben wir dann gemerkt, das geht eigentlich gar nicht so gut, weil wir natürlich einen unterschiedlichen Stil haben. Also nicht nur die Sprache,
ist anders, der Dialekt ist anders. Jetzt gibt es Herzchen, wie süß. Oh, das ist schön. Das freut uns. Das freut uns. Okay, Muriel mal kurz hat gesagt, nicht nervös sein, es ist nur eine Frage von Gewohnheit, meine Lieben. Wahrscheinlich machst du das öfter. Das ist aber wirklich unser erstes Mal hier auf Facebook. Herzlichen Gruß noch an alle, die dazugekommen sind. Wir sind mittlerweile, ja, da Sibylle ist noch da, Heike, Maria, Sandra. Cool, ihr seid echt. Das freut cool. uns sehr. Ja. Das freut uns sehr. Schön. Ja, gut, wo bin ich stehen geblieben? Beim gemeinsamen Schreiben. Ja. Und dann haben wir uns einfach entschieden, Silvia schreibt alles. Und ich schaue zu. Nein, nein, so war es nicht. Sondern Silvia schreibt alles und ich war mehr so derjenige, der die Geschichte entwickelt hat und die Story entwickelt hat. Und wenn ich auch mal was geschrieben habe, hat Silvia immer dann in ihren Stil gepackt und hat es angepasst, dass einfach einen einheitlichen Stil gab. Ich denke, das ist wichtig in einem Buch, nicht, dass man da merkt, dass da unterschiedliche Menschen dran rumschreiben. Gut, und ja, das Projekt war jetzt ein Vierjahresprojekt. Am 12. September wird das Buch veröffentlicht und das ist heute unsere erste Lesung oder es ist ein Lese-Event mehr. Ja. Und wir möchten euch gerne sagen, wie das Ganze jetzt abläuft, also wie ihr das auch schon macht jetzt, viele Fragen zu stellen. Es ist so süß, was ihr schreibt. Erstmal herzlichen Dank, dass ihr alle dabei seid. Jetzt werden es immer mehr. Die Gudrun ist auch dabei, die kennen wir auch noch privat. Hallo! Liebe Grüße auch an meinen Papa und an alle, die wir kennen natürlich. Maria ist jetzt noch dazugekommen, Helena, sehr, sehr cool. Also, also mein Mann ist Schweizer, vielleicht hat der eine oder andere das schon bemerkt. Genau, Muriel fragt das ja auch und die Schweizer haben ja auch französische Vornamen und darum hat man mich damals Marcel genannt. Ja. Und genau, wir sind immer noch bei unserem Ablauf. Darf ich ganz kurz was, die Tanja Bronco, die kommt aus Landshut und da... Das erinnert mich daran, dass wir nach Landshut kommen und da haben wir auch eine Lesung beim Hugendubel. Ich habe keine Ahnung wann, ich glaube im Oktober irgendwas. Ja. Da haben wir auch eine richtige live, so echt, also so im wirklichen Leben genau. Lesung. Aber die virtuelle finde ich jetzt eigentlich auch ganz cool. Ja. Ist so ein bisschen wie im Roman, oder? Genau, genau. Ja, und wir werden auch noch viele Lesungen haben. Ich meine, wir können heute ja nicht das ganze Buch vorlesen, oder besser gesagt Silvia. Nee, das dauert zu lang. Sondern wir können nur einen Teil daraus vorlesen und wir werden natürlich noch weitere Lesungen haben und die auf Facebook natürlich auch ankündigen. Ja. Aber, wie Silvia gesagt hat, wir haben auch mit Hugendubel eine Lesereise geplant. Ich zeige euch mal, wie wir auf diesem Foto im Buch aussehen. Da! Das ist übrigens ein Hochzeitsfoto von uns. Da haben wir uns das Ja-Wort gegeben und wir sind immer noch glücklich. Ja, das stimmt. Ja, nach 1000 Jahren genau, gefühlten. Genau, und die Lesereisen, die wir haben werden bei Hugendubel, die werden wir euch natürlich auch ankündigen. Herzmalerei.com werdet ihr sehen, wo wir wann sind und genau. Vielleicht sehen wir uns ja dann mal privat, das wäre cool. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn wir uns hier über Facebook immer mal wieder über den Messenger was schreiben. Oder dass wir auch eure Fotos sehen und was ihr so macht. Und ja, cool. Genau. Das ja, ist echt interessant. Jetzt werden wir dann... die Anke aus Berlin ist dabei. Die kenne ich noch von früher. Hallo. Liebe Grüße nach Berlin, nach ganz Deutschland, nach Frankreich, in die Schweiz. Und ich, Österreich. Ja, alle. Europa, genau. Die Welt, schaut zu. Genau. Haha. Ja, cool. Nun, ich werde mich nachher zurückziehen und werde dann auch auf eure Fragen dann noch detaillierter eingehen und die ein bisschen sammeln. Aber jetzt stellen wir uns gegenseitig zuerst die ersten Fragen. Aha. Und die erste Frage habe ich an die Silvia. Kannst du vielleicht allen mal ein bisschen erklären, worum es überhaupt geht in diesem Roman? Ja, vorher möchte ich noch sagen, dass Muriel geschrieben hat, zum Glück sprichst du kein Schweizerdeutsch. Obwohl, du könntest mal ganz kurz einen Satz sagen, oder? Ja, hoi miteinander, alle aus der Schweiz. Ich begrüße auch euch und hoffe, dass ihr auch Spaß habt an dem Facebook-Live-Event. Das war doch schön, oder? Geht doch auch. Versteht ja sowieso jeder, oder? Ich finde das gar nicht so schwierig. Also, tolle Idee, hier eine Lesung zu halten. Dankeschön, Helene. Finden wir auch. Miesbach ist auch dabei. Yippie! Bayern. Also, es ist ja so, dass unser Roman, wir leben ja in München. Wir sind zwar keine gebürtigen Bayern, aber ich bin Rheinländerin, er ist Schweizer. Der Roman spielt in
München. Hallo Lilly. Was aber auch in jeder anderen Stadt dieser Welt spielen könnte. Wir haben uns jetzt einfach mal München ausgesucht, weil wir uns dort lieben, gelernt haben. Gelernt hört sich kennengelernt. Also kennengelernt und uns geliebt und so weiter. Und deswegen spielt er in München. Unsere Kinder sind auch da geboren. Genau. Und es geht um die Liebe natürlich. Aber es ist, glaube ich, ein ziemlich abgefahrener Roman geworden, haben unsere Probeleser schon bestätigt, die ihn gelesen haben. Und da geht es um eine junge Frau, die heißt Xenia mit Z. Und die ist Anfang 30, ist so ein bisschen frustriert, weil ihr Freund nie Zeit für sie hat, weil er so karrieregeil ist, ja, und karrierebesessen. Und sie dümpelt so ein bisschen vor sich hin in ihrem Leben. Und dann wird sie in eine mörderische, ja, in ein mörderisches Firmengeheimnis eingeweiht und gelangt dadurch auf ganz mysteriöse Art und Weise zu ihrer Seele. Also sie bekommt Zugriff auf ihre Seele und da passieren die irrwitzigsten Dinge. Dann haben wir noch einen anderen Hauptcharakter, das ist der Nael, ein wunderschöner Mann, auch Anfang 30. Und die Charaktere darfst du, glaube ich, noch nicht zu viel erzählen. Ich darf noch gar nicht die Charaktere erzählen. Er hat die Zügel in der Hand, das merkt ihr schon. Ja. Jetzt muss ich erst mal gucken, wenn noch alles da ist. Mein Papa ist auch dabei. Hallo, Baba. Hier ist deine Tochter. Erkennst du mich noch? Ich habe die Haare ab. Kennt mich eigentlich noch jemand mit langen Haaren? Sag doch mal Bescheid. Oder habt ihr Fragen, die wir vielleicht dann auch mittlerweile... Wie war eigentlich deine Frage? Genau. Ach, worum es geht, habe ich eigentlich erzählt. Ja. Hast du mehr oder weniger erzählt, genau. Und der Roman, Achtung, wir sehen, hä, wieso ist es so dunkel? Ah, jetzt. Der Roman spielt in verschiedenen Ebenen der Zeiten, aber hauptsächlich in der Zukunft, was aber nichts mit Science-Fiction oder Aliens oder sowas zu tun hat, da haben wir uns bei gedacht. Und der Zukunftsexperte ist natürlich Marcel gewesen, weil er in der IT-Branche gearbeitet hat. Und der erzählt euch mal, worum es da so ein bisschen geht. Ja, ich kann vielleicht sagen, wie die Zukunft aussieht in dem Roman, ein bisschen natürlich. Also es ist so, dass die Zukunft wirklich schön dargestellt ist. Also es gibt keine Katastrophen in dem Sinn. Zwar das Klima hat sich so entwickelt, wie man es heute auch erwartet, dass es viele Klimaflüchtlinge geben wird. Aus New York und wo auch immer werden sie in die anderen Großstädte ziehen. Aber es ist sehr, sehr schön dargestellt, die Zukunft. Und zwar so, wie man sich's wünscht, die Zukunft, dass eigentlich einem das Leben erleichtert wird. Beispielsweise eine wichtige Komponente ist, dass die virtuelle Welt und die reelle Welt verschmolzen sind. Das kennt ihr alle aus Facebook, das ist heute teilweise schon so, dass man sich sehr oft in der virtuellen Welt auch abgibt oder sich befindet. Und diese Welten werden mehr und mehr verschmelzen. Also es gibt beispielsweise einen Bro, also das heißt einen virtuellen Assistenten, der erledigt einem alles. Ja, der organisiert den Alltag, der macht die Einkäufe, der hilft beim Lernen, der steuert die Haushaltsroboter an, das gewischt wird, der steuert das Auto und so weiter. Oder die Städte beispielsweise sehen auch anders aus wie heute. Also sie sind natürlich größer, weil viel mehr Menschen in die Städte ziehen werden. Aber sie werden viel grüner sein, weil die Dächer beispielsweise landwirtschaftlich bebaut werden, damit man das Essen direkt vom Dach holen kann und einkaufen kann. Und die Straßen werden sehr viel ruhiger sein, weil alles schwebt in geordneten Bahnen, von künstlicher Intelligenz gesteuert, über die Straßen, selbst die Schuhe schweben über die Straße und es ist alles viel einfacher auf jeden Fall. Helene will auch einen Bro, da haben wir es. Genau. Und da gibt es natürlich mehrere in dem Roman und da ist auch ein sexy Bro dabei. Man kann die ja selbst konfigurieren, ja. Ne? Das finde ich total schön. Ihr könnt ja das Aussehen irgendwie selbst gestalten, wie die Bros sprechen, also cool. Aber hauptsächlich geht es natürlich ums Herz, um die Liebe, um Seelenverwandtschaft. Genau. Was wäre, wenn sich zwei Seelen in vergangenen Leben so sehr geliebt haben, dass sie einander immer wieder suchen? Genau. Und wir da zwei sind auch seelenverwandt. Ja, wir sind auch seelenverwandt. Ja. Dürfen wir uns küssen im Fernsehen? Nein. Gut. Und auf jeden Fall ist es so, dass da einige Personen, die du vorhin angesprochen hast, natürlich vielleicht eine dieser Seelen, die du erwähnt hast, sind. Ja, und da hat so einige Hauptpersonen und da willst du uns vielleicht auch ein paar Vorher Sachen möchte ich kurz Muriel Adieu sagen, weil sie muss
um 20.15 Uhr essen. Also in Frankreich wird um die Uhrzeit gegessen. Wir haben schon gegessen. Ne? Das sieht ein bisschen doof aus, wenn wir jetzt hier unser Essen hätten. Deswegen. Genau, hier in Spanien isst man zwar auch spät, aber wir haben es vorgezogen. Ja, wir haben es vorgezogen. Allerdings ist es mir so warm, ich muss mal irgendwas trinken. Gut. Mm. Also erzähl uns mal, was für Personen gibt es hier im Roman und wie sind die so? Erstmal sage ich nochmal Hallo zu allen, die weiterhin oder immer noch dabei sind. Das weiß ich sehr zu schätzen. Das ehrt uns sehr. Und jetzt Sabine ist noch dazu, Jana ist dazu gekommen, Ulrike Greimers auch. Cool, dass ihr da seid, Ladies. Wie viele Männer sind eigentlich anwesend? Kann ich jetzt nicht sehen. Oh. Aber wir sehen eure Fotos da oben. Ja, du willst, glaube ich, dieser Frage ausweichen. Welcher Frage nochmal? Ach so, ja. Welche Charaktere wir haben. Also, es sind eigentlich ganz viele Charaktere da drin, damit so irgendwie für jeden was dabei ist, aber eigentlich vier hauptsächliche. Xenia und Nael, das sind die beiden Main Characters, so sind auch die Kapitel aufgeteilt. Wenn ich euch das mal zeigen dürfte, passt mal auf. Also, wir haben hier einmal die Xenia, die kriegt dann immer so ein schönes Herzchen da oben, ne? Und der Nael, der hat dann auch seine eigenen Kapitel, die wechseln sich auch immer wieder ab. Das ist der, ich sehe gar nichts, der Nael. Kuckuck. Sehr schön. Und da habe ich ja eben schon mal was drüber gesagt. Der Nael, der sieht zwar unglaublich gut aus, aber der sitzt im Gefängnis. Was hat der wohl verbrochen? Ist er vielleicht ein ganz Schlimmer und sieht einfach nur gut aus oder hat er ein gutes Herz? Das werdet ihr herausfinden, wenn ihr das lesen solltet. Und die vielleicht treffen die sich ja irgendwann im Roman. Kann man sein, weiß es kann nicht. Sein. Natürlich sind auch andere Männer noch dabei, die in Xenias Leben eine Rolle spielen. Hm. Lebrun zum Beispiel. Das ist ein etwas älterer, der aber sehr charmant ist und sehr flirty drauf ist und die Frauen um den Finger wickelt. Und sie ist dann irgendwo so in der Gefühlsduselei, dass sie gar nicht mehr weiß, welchen Mann sie eigentlich toll findet und ob vielleicht in irgendeinem dieser Männer die Seele drinsteckt, die sie sucht. Jetzt gucke ich gerade, ach wie süß, jetzt redet ihr auch untereinander. Geil. Muriel schreibt an Anke aus Berlin, habe mein Germanistikstudium an der Humboldt-Uni gemacht. Ja, cool. Ich habe mal in Berlin gearbeitet, 3 Jahre, beim Frühstücksfernsehen. 2.45 Uhr aufstehen, das war cool. Schön. Aber die Zeit war gut. Oh mein Gott, ist ja auch so warm. Ja, es ist ziemlich warm. Wie viel Grad habt ihr es denn da so in Deutschland? Kann mir das mal jemand schreiben? Vielleicht in Berlin? Oder bei meinem Papa im Westerwald? Was habt ihr denn da für ein Wetter? Genau, schau mal. Der Marcel, der ist ja der Geschäftsmann. Ne? Der sagt mir jetzt, komm, mach mal was zum Cover. Nein. Nein, aber das Cover ist einfach so schön. Wisst ihr auch, wie das entstanden ist? Also das hat keiner für uns irgendwie gemacht. Das ist wie entstanden, das weißt du am besten. Das weiß ich am besten, ja. Das ist eigentlich entstanden in einem Traum. Er denkt wahrscheinlich, jetzt sind sie total durchgedreht. ich habe das tatsächlich selber gemalt, dieses Cover, aber ich bin ja nicht der große Maler eigentlich, sondern ich habe vielleicht ein bisschen Talent, aber mein Vater hat sehr viel gemalt. Und was, 10 Grad hat es in der Schweiz? Was? Gefühlte 10 Grad. Grüezi wohl in die kalte Schweiz. Aber schneit noch nicht, das ist ja schon mal gut, ja. Und auf jeden Fall bin ich wirklich eines Morgens aufgewacht mit dem Traum im Kopf dieses Covers und habe mich sofort an ein Blatt Papier gemacht. Wir werden übrigens in einem Facebook-Account, den wir euch ankündigen werden, werden wir dann die Entstehungsgeschichte und auch diese Entwürfe euch zeigen. Die ersten Bilder, die ich gemalt habe. Und ich habe das echt selber gemalt und dann digitalisiert. Und zwar stundenlange Arbeit. Es war brutal. Ich habe den überhaupt nicht mehr gesehen. Der war nur in seinem Büro. Aber es hat mich einfach interessiert, wie so etwas entsteht. Bis am Schluss alles mit dem Verlag abzustimmen und mit der Druckerei abzustimmen. Das war ein super interessantes Projekt. Ja, und jetzt gucke ich mal gerade. Vielen Dank für eure Temperaturangaben. Also in der Schweiz ist es am kältesten, sehe ich gerade. Gefühlt 10 Grad. Also im Westerwald ist es angenehm warm, noch nicht schlecht. In 19 hat es Berlin. Genau. In 19 hat es Berlin. Und in Düsseldorf gefühlt 20. 35 in Frankreich. Eigentlich sind wir ja um die Ecke, ne, muss man sagen. Genau, 17 Grad bei meinem Baba. Das ist übrigens cool, dass mein Vater hier auch mal so auf Facebook ist. Ne? Da muss man auch mal die Leute loben. Ja. Ne? Finde ich auch. Cool. Gut, also, ich würde sagen, jetzt wäre es Zeit, dass du vielleicht mal etwas vorliest aus dem Roman. Ich gehe ins Backoffice zurück
Ich dachte, ich gehe ins Bett, sagst du. Nein, überlasse das bei dir und dann kannst du wirklich etwas vorlesen und kannst vielleicht sagen, wo du beginnst im Roman. Okay, winke, winke. Viel Spaß. Ja, danke. Das ist ja schön, wenn man jetzt so ganz alleine ist. Ne? Jetzt bin ich noch nervöser als vorher, ehrlich gesagt. Es hallt auch direkt mehr, wenn Marcel diese Terrasse verlässt. Also, erst nochmal herzlich willkommen, ne? Für alle, die ich vorher noch nicht begrüßt habe. Ich bin die Silvia. Mein Mann und ich, wir haben gemeinsam diesen Roman geschrieben. Und es ist so, dass ihr eigentlich die Ersten seid, die etwas darüber hören. Von mir vorgetragen und ich bin schweinenervös. Ich werde euch ein Stück vom Anfang vorlesen. Und hoffe, dass ihr bereit seid. Gebt mir ein Zeichen, sendet mir ein Herz oder sowas, wenn ihr bereit seid und mich gut hören könnt. Da würde ich euch nämlich was vorlesen. Also es dauert immer so 20 Sekunden, bis ihr dann bei mir seid. Schauen wir mal. Okay, ich warte mal auf ein Herz, ob ihr mich noch immer noch gut hören könnt. Ah, ein Daumen hoch. Das war es doch schon mal. Sehr schön. Ihr redet untereinander. Das finde ich aber aller coolsten. Jetzt fange ich schon an zu stottern. Das ist ja mega peinlich. Okay, dann geht's los. Ah, Grüße nach Oswaldi. Sind auch dabei. Servus. Also, seid ihr bereit? Oh mein Gott. Also, aus Herzmalerei lese ich euch ein Stückchen vor. Und zwar ist das ein Kapitel von Xenia. Wir Frauen können uns ja noch viel besser in Frauen reinversetzen, sollten Männer zuschauen. Das schafft ihr auch. Also, Xenia. Es ist ein Spleen. Ich gebe es zu. Aber ich liebe es, Menschen in der U-Bahn zu beobachten und ihnen Lebensläufe anzudichten. So vergeht die Zeit auf meinem monotonen Arbeitsweg wie im Fluge. Ich brauche zwar nur 9 Stationen bis zur Firma, doch die reichen aus, um mein Kopfkino in Gang zu setzen. Ich nehme die aufgetakelte Mitfünfzigerin direkt gegenüber unter die Lupe. Ihre Haut ist übertrieben gebräunt, Lippen und Augen erscheinen mir chirurgisch optimiert und sie ist um mindestens 20 Jahre zu jung gekleidet. Ich tippe mir mit dem Zeigefinger auf die Wange und mustere Irmgard. Genau, sie heißt Irmgard. Ihre besten Freunde dürfen sie aber Gigi nennen. Sie ist geschieden, frustriert und gibt das hart verdiente Geld ihres Ex-Mannes für Shoppingtouren, Schönheits-OPs und in Beauty-Salons aus. Jetzt komme ich richtig in Fahrt und lasse meine Fantasie mit mir durchgehen. Sie trifft sich gleich mit ihren Freundinnen zum Champagner-Frühstück, um über alle herzuziehen, die sie kennt oder auch nicht kennt. Dabei tupft sich Gigi nach jedem Schlückchen des exklusiven Getränks ihre Mundwinkel mit der Ecke einer Stoffserviette ab. Gewiss ist sie zu geizig. Entschuldigung, darf ich vorbei? Gigi steht auf, rückt ihren roten Minirock und das hautenge Glitzerschirt zurecht und fädelt sich durch die Beine der sitzenden Fahrgäste. Auch ich mache Platz und schaue ihr hinterher. Schade, gerne hätte ich ihre Geschichte weitergesponnen. Selbstsicher steuert sie auf eine Gruppe pöbelnder Jugendlicher zu. Was hat sie nur vor? Gigi zückt einen Ausweis und hält ihn den verdutzten Teenagern unter die Nase. U-Bahn-Polizei, brüllt sie. Ich bin ähnlich überrumpelt wie die Jugendlichen. Aller Achtung, da habe ich mich aber ziemlich getäuscht. Gigis Tarnung ist brillant. Eure Reise ist hier und jetzt zu Ende. Ihre Stimme klingt wie in Whisky und Nikotin getränkt. Die Jungs lassen ein paar abschätzige Sprüche fallen. Die Beamtin beeindruckt das wenig. Unsere Scanner haben bei euch Drogen entdeckt. Los, wir steigen nun schön miteinander aus. Die Laune der Teenager kippt mit einem Schlag und blitzschnell kommt Nervosität auf. In der U-Bahn ist die Stimmung angespannt. Als die Tür bei der nächsten Haltestelle aufgeht, will sich einer der Halbwüchsigen aus dem Staub machen. Allerdings streckt ihn Gigi elegant mit einem Elektroschocker nieder, sodass er für einen Moment zuckend auf dem Boden liegen bleibt. Einige Fahrgäste schreien auf. Hat's noch einer eilig? Raunzt Gigi die Truppe an. Die Ertappten geben keinen Laut mehr von sich und steigen beklommen mit der Polizistin aus, nachdem sie ihrem Komplizen wieder auf die Beine geholfen haben. Erleichterung macht sich nun im Abteil breit. Viele tuscheln belustigt miteinander. Auch ich kann mir ein Schmunzeln nicht verkneifen. Da erblicke ich zu meiner Überraschung eine Arbeitskollegin, Mia. 2 Sitzgruppen entfernt starrt sie mich merkwürdig an. Wieso fährt sie mit der Bahn? Sie wohnt doch in der Nähe der Firma. Ich winke ihr anstandshalber zu. Die schlanke Frau mit den roten Locken dreht sich abrupt weg.
Zuerst guckt sie mich an und dann grüßt sie nicht einmal? Sehr seltsam. In der Spiegelung des U-Bahn-Fensters verfolge ich, wie Mia unruhig auf ihrem Platz hin und her rutscht und an ihren Fingernägeln knabbert. Was hat sie nur? Obwohl sie mir nicht gerade sympathisch ist, verspüre ich das Bedürfnis, ihr zu helfen. Dieses Helfersyndrom ist wahrscheinlich berufsbedingt. Ich bin Psychologin, deren Job es ist, aufgeregte Eltern zu unterstützen, wenn sie zum ersten Mal ihr Kind in den Armen halten. Ich arbeite bei der Babyübergabe bei Perfect Human. Mia war ein paar Monate lang in meiner Abteilung, bevor sie in die Produktion wechselte. Ab und zu waren wir damals sogar gemeinsam beim Mittagessen. Aber Freundinnen sind wir nicht geworden. Mia war so verschlossen und wir hatten uns nie sonderlich viel zu erzählen. Wir hatten einfach nicht dieselbe Wellenlänge und eigentlich habe ich sie auch schon immer komisch gefunden mit ihrem Hang zur Dramatisierung. Ich guck mal gerade, wer da alles noch dabei ist. Ich mach mal Winke, Winke, ne? An die Silvia, Maria, Mandy. Mandy auch. Hey Mandy, lange nichts mehr gehört. Sehr schön. Ah, und wenn ihr euch wundert, wieso ich euch jetzt zurückschreibe, das ist jetzt mein Mann Marcel, der da hinten am Laptop sitzt. Es ist ein bisschen schwierig zu lesen, eure Sachen zu lesen und dann auch noch zu antworten. Deswegen übernimmt das mein Mann. Wir sind ja eh eine und dieselbe Seele oder seelenverwandt. Deswegen klappt das auch. Das ist cool, dass ihr dabei seid. Das ist echt ein lustiges Bild. Ich finde Facebook Live irgendwie cool. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Das ist gut. So, jetzt gucke ich mal. Ich lehne meinen Kopf gegen die Scheibe und schließe meine Augen. Ich versuche, an etwas anderes zu denken. Vor meinem geistigen Auge poppt ein glasklares Bild von Joseph Lebrun auf. Eine Hitzewelle überrollt mich. Mich übrigens im Moment auch, deswegen muss ich was trinken. Moment. Und am besten noch verschlucken. Entschuldigung. So, Xenia. Irgendjemand flüstert meinen Namen. Als ich hochschaue, steht Mia vor mir. Hallo. Sie dreht den Kopf hektisch nach links und rechts. Dabei springen ihre Locken unkontrolliert herum. Auf ihrer blassen Stirn schimmern kleine Schweißperlen. Hier. Verwundert nehme ich einen Zettel entgegen. Was ist das? Etwas Geheimes, stammelt sie kaum hörbar und verschwindet dann hastig im vorderen Teil der U-Bahn. Aber weg ist sie. Ich mustere verdutzt das zusammengefaltete Stück Papier und bemerke einen neugierigen Mann schräg hinter mir. Den scheint die Botschaft auch zu interessieren. Es überkommt mich ein unbehagliches Gefühl. Kurzerhand entschließe ich mich, eine Station früher als sonst auszusteigen. Ich komme mir vor, als wäre ich eine Darstellerin in einem billigen Krimi. Da ich keine Rolltreppen mag, laufe ich eilig mit meinen Ballerinas die Stufen des U-Bahnhofs hinauf. Der weit ausgestellte Rock meines blauen Midi-Kleides hopst leicht auf und ab. Meine Tasche prallt unrhythmisch gegen meinen Oberschenkel. Oben angelangt, blicke ich schnaufend um mich. Da ich fast nie Sport mache, droht mein Herz aus der Brust zu hüpfen. Der Mann ist mir nicht gefolgt. Warum sollte mir auch jemand hinterherlaufen? Unsinn. Ich belächle meine Panikattacke. So, und jetzt kommen wir gleich zum Ende. Noch so ein kleiner Teaser. Draußen betanke ich meine Lungen mit frischer Luft, binde meine langen braunen Haare zu einem Pferdeschwanz zusammen und lese Mias Zeilen. Wir müssen uns dringend sehen. Allein. Wann kannst du? Niemand darf davon wissen. Es passieren schlimme Dinge. Und ich sag euch, die Dinge, die da passieren, sind echt mörderisch und ganz schön übel. Und mehr verrate ich natürlich noch nicht. Also es wäre so cool, wenn wir mal irgendwann darüber sprechen könnten, was ihr von dem Buch haltet. Und jetzt kommt mein Mann wieder zu mir. Lass mich nicht alleine, Schatz. Ich bin so alleine hier. Kirsten ist dabei jetzt, die Rosi sieht zu. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Das ist unsere erste Live-Lesung online im Internet auf Facebook. Ich muss gestehen, ich bin mit meinem zarten Alter von 40 plus. Ich dachte immer, du bist 30. Ja, yeah. Im Herzen bin ich noch 10, aber nochmal bei den Social Medias anzukommen, ist echt... wir haben ja noch Geschenke für euch, oh mein Gott. Also, passt auf. Sollen wir jetzt schon was von den Geschenken sagen? Ja, erzähl das. Oh, ich habe so viel erzählt. Willst du nicht was an? Ja, komm, ich fange mal an. Warte, ich guck mal gerade. Renate ist dabei. Ach, du hast so schön geantwortet. Ja. Du bist ein liebes Männchen. Ein ganz toller Mann. Ja, du bist ein liebes Frauchen. Jetzt erzähl mal von den Geschenken. Okay, die Geschenke. Also, ihr wisst ja, das gibt's eigentlich noch gar nicht. Ne? Also so, wenn ihr jetzt in den Handel geht, dann gibt's das noch nicht. Das gibt's erst ab dem 12. September.
Aber man kann es vorbestellen. Ja, man kann es schon vorbestellen. Amazon ist natürlich wieder ganz vorne mit dabei. Ja, bei den anderen dauert es wahrscheinlich noch 1-2 Wochen. 1-2 Wochen, da hatten ganz viele Ferien und man hat uns gesagt, aber in 1-2 Wochen gibt es das überall, auch bei Ihrem Buchhändler oder bei eurem Buchhändler. Aber wir schenken euch jetzt... Die ersten 3 Bücher. Die ersten 3 Bücher, einfach so. Und ihr kriegt die auch noch, bevor sie eigentlich überhaupt auf dem Markt sind, dass wir euch die nämlich vorbeischicken. Was könnt ihr dafür tun und dürft ihr dafür tun, wenn ihr überhaupt Lust drauf habt? Das ist schon ein kleiner Wettbewerb. Das willst du jetzt ausrufen. Ja, ich will einen kleinen Wettbewerb. Naja, so also. Was kriegt man im Leben geschenkt? Liebe. Ja, jedenfalls peinlich. Nein, wir sind keine Kinder. Ich möchte mal vorschlagen, dass, wenn ihr Bock auf dieses Buch habt, ich glaube, dass diese Aufzeichnung später, kann man die wieder online stellen. Genau. Ne? Und wenn ihr die einfach dann liked oder beziehungsweise dann teilt, dass eure super Freunde das dann auch sehen, das würde uns natürlich unser Herz berühren und unsere Seele streicheln, wenn ihr das machen würdet. Und dann einen originellen Kommentar noch dazu abgebt zu unserer Lesung. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ja. Die Originalität des Kommentars. Witzig, abgefahren, was auch immer. Schreibt einfach irgendwas darunter, wenn ihr das geteilt habt. Und wir suchen das dann aus und sagen euch dann morgen Abend per Post auf Facebook, würde ich sagen, oder? Mhm. 20 Uhr. Da wollen wir nicht das Wochenende Zeit geben, irgendwie vielleicht bis Sonntagabend. Ja, dann machen wir das bis Sonntagabend. Es gibt solche, die überlegen länger und es gibt solche, die sind spontan. Genau. Wir wollen beide dabei haben. Kann es sein, dass wir 3 Silvias online haben mittlerweile? Ja, 3 Schneiders und 3 Silvias. Weder verwandt noch verschwägert, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ja, cool. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, ne, einfach darunter, was haben wir ja gerade schon gesagt? Ja, wir haben alles gesagt. Wir schenken es euch. Nein, aber etwas haben wir noch nicht gesagt. Was haben wir noch nicht gesagt? Podcasts. Ach Gott, das gibt's ja auch noch. Erzähl mal davon. Oh mein Gott, also ja, ich habe das Buch auch noch vertont als Hörbuch. Das gibt es dann irgendwie 2-3 Monate nach dem Roman. Könnt ihr euch dann noch anhören. Und dann gibt es noch ein E-Book für alle, die keinen oder das einfach so auf ihrem, wie nennen sich die? E-Book-Reader haben wollen, genau, wie sie alle heißen. Und dann gibt es noch einen Podcast. Das habe ich einfach spontan eingesprochen, als ich das Hörbuch vertont habe. Und den Teil 1 gibt es schon seit einer Woche und Teil 2 gibt es ab 21 Uhr heute Abend auf Spotify und auf iTunes. Mhm. Könnt ihr mal nicht nur, dass ich da was vorlese, sondern auch sehen, wie bescheuert das manchmal sein kann, wenn man etwas vertont. Ich kann euch das verraten, ich habe das Kinderzimmer unserer Kinder umgebaut. Es sah aus eine Woche lang, als hätte da irgendein Tornado gewütet. Oh, ich musste alles abhängen. Und ja, cool, Ulrike, ja, danke. Und die habe ich ausquartiert. Die waren dann woanders. Mein Mann war im Urlaub. Und ich konnte dann eine Woche lang das Hörbuch vertonen. Und dabei hatte ich einfach spontan überlegt, jetzt erzähle ich mal, was mir hier gerade so beim Vertonen passiert. Daraus habe ich einen Podcast gemacht. Könnt ihr euch auch anhören, wenn ihr wollt. Oder... Ist euch auch so warm? Ich sterbe. Ira ist dabei jetzt. Kathi sieht zu. Hey, es kommen immer wieder neue. Sandra. Hello. Genau, diesen Podcast, der ist in einem wöchentlichen Rhythmus. Ist das richtig? Ja. Mhm. Das hast du voll erfasst. Ne? Gut. Du bist ein guter Ehemann. Genau. Liest du dann das ganze Buch vor da? Oder wie wird das sein? Das weiß ich noch nicht. Das mache ich jetzt spontan. Ich habe jetzt 4 Folgen abgedreht. Abgedreht. Das wäre ich beim Film. Das ist, abgedreht. Ist total abgedreht. Ne? Also für die 3 Neuen hier, wir haben unser Buch natürlich gerade so ein bisschen vorgestellt. Yippie, das ist unser Baby. Mhm. Wir haben zwar schon 2 12-jährige Babys. Es tut mir leid, Jungs. Das ist etwas peinlich für die Jungs vor allem, aber erzähl über das Buch. Ja, genau. Und hier geht es, also wenn ihr auch glaubt, dass ihr vielleicht schon mal ein Déjà-vu hattet, sowas kennt man, ja, man ist an einem Ort, und denkt sich, oh mein Gott, hier war ich wirklich de facto in diesem Leben noch nicht, aber irgendwas ist hier, was mich berührt, was meine Seele anspricht, ich kann irgendwas fühlen, dann könnte es an Déjà-vus liegen. Und da heißt es ja, dass das vielleicht sein kann, dass wir schon mal irgendwie gelebt haben, Vorleben hatten und dass unsere Seele das, was sie da erlebt hat, mit in das jetzige Leben transportiert. Das können negative Sachen sein oder auch schöne Gedanken und auch Zugänge zu einer anderen Seele und... Darum geht es natürlich auch.
Ja, aber ich glaube, wichtig ist, in diesem Buch haben wir uns auf nichts festgelegt. Nein. Ja. Es ist also kein esoterisches Buch, nein, sondern es ist ein Buch, was Thesen aufstellt, ganz interessante. Und die werden auch kontrovers diskutiert, aha, und wie wir es auch gemacht haben, mhm, während des Schreibens des Romans. Und jeder kann sich da seine eigene Meinung bilden. Und hier drin ist nichts festgelegt, sondern man kann sehr viel träumen und selber fantasieren in diesem Buch. Genau. Und es ist nicht nur eine Geschichte, sondern es sind mehrere Geschichten, die ineinander reinlaufen oder eben auch nicht. Yeah. Und viele interessante Wendungen und so weiter. Aber ich will gar nicht mehr erzählen, weil die ganze Spannung wollen wir ja nicht rausnehmen, sondern wollen, dass noch das etwas übrig bleibt. Also das für alle, die es noch nicht wissen, das ist mein Mann Marcel. Wir sind verheiratet, sind sehr glücklich, haben hier auf Mallorca ein Jahr lang an diesem Buch gebastelt und bei langen Spaziergängen haben wir uns dann diese Story überlegt. Mhm. Also vornehmlich hast du die so konstruiert, ich habe sie letztendlich getippt. Und wenn ihr euch fragt, geht das gut, ein Jahr lang jede Minute aufeinander hocken, Tag und Nacht und auch noch versuchen, gemeinsam einen Roman zu schreiben. Wir hatten auch unsere Zweifel, ehrlich gesagt, aber wir haben es geschafft. Und das Coole ist, dass unsere Ehe nicht gelitten hat. Im Gegenteil. Nein. Da solltest du hören. Wir haben uns miteinander noch weiter verbunden, so wie diese Schildkröte uns jetzt miteinander verbindet. Du bist nicht mehr im Bild. Komm mal ins Bild, Schatz. Die Schildkröte. Die Schilddrohne. Die Schilddrohne drückt mich weg. Genau. Also gut. Ich glaube, das war's vom ersten Live-Event auf Facebook zum Buch. Es wird natürlich weitere geben und die werden wir euch ankündigen. Und wir haben uns super, super gefreut, dass ihr dabei wart. Hallo Sandra, hallo Doris, hallo Magdalena, Anita. Ihr könnt gerade noch den Schluss mitkriegen. Es tut uns so leid, aber es hat uns riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt das gemerkt. Und wir freuen uns auf den nächsten Live-Event und wünschen euch alles Gute, einen schönen Freitagabend, schönes Wochenende. Und wir schenken euch drei Bücher. Denkt dran, einfach das Ganze hier, diese Aufzeichnung, die ihr danach irgendwann in Facebook seht, ich habe keine Ahnung, wie schnell das geht, einfach mal liken, teilen und einen coolen Kommentar. Und wir schauen uns die coolen Kommentare an und entscheiden, dass wer von euch drei Bücher bekommt. Und zwar bevor sie überhaupt noch im Handel erschienen sind. Ich bin selber etwas nervös, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir posten ja auch regelmäßig was. Facebook, Instagram, wie sie alle heißen. Herzmalerei.com ist unsere Seite. Und vielen, vielen Dank. Wir springen jetzt in den Pool. Da dürft ihr dann nicht mehr zugucken. Ach so, Entschuldigung. In Deutschland ist es ja nicht so schön, ne? Es tut mir echt voll leid. Also vielen, vielen Dank. Wir wünschen euch alles Liebe. Und hast du noch ein Schlusswort als Schweizer? Nein, du hast so viele gute Schlussworte gehabt jetzt. Jetzt, glaube ich, fällt mir gar nichts mehr ein. Gut. Das ist bei Männern so, oder? Ja. Da muss die Frau immer das letzte Wort haben. Das letzte Wort hat die Frau. Okay, ihr Lieben. Ich sage Servus. Tschüss. Wir sagen Servus. Und freuen uns auf eure Reaktionen. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao.